Dragon Monday. Metal Leute, Servus und herzlich willkommen. Ja, nun, das hier ist eine kleine Zusatzrubrik in Zukunft und soll im Time of Metal ab und zu mal der Fall sein und kommen. Ich will dies immer mit meinem Mic machen und Bilder will ich da auch noch mit einblenden, dann habt ihr auch ein bisschen was davon. Für mich ist es ja immer ein Problem vorzulesen, weil ich ja immer Probleme mit meiner Rechtschreibung habe und dann mit dem Lesen und das ist alles immer ziemlich scheiße und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das so, weil da kann ich mich leichter ans Skript halten und weiß leichter, was ich gesagt habe. So ist es für mich einfacher und so ist es auch für euch in Zukunft einfacher. Außerdem hoffe ich, dass ihr dadurch einfach mal bessere Infos bekommt, die dann auch nicht falsch verhaspelt sind, weil ich mal wieder zu übereifrig war und dabei die Hälfte überlesen habe. Zumindest hoffe ich das. Heute geht es also um das neue Album von Amon Amarth. Das Ganze kommt am 23.03., das ist der Freitag, und nennt sich Jomes Viking. Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird, ob es Jomes Viking oder wie auch immer ausgesprochen wird. Jedenfalls wird es so geschrieben, Jomsviking. Damit sollte es richtig gesagt sein, auch wenn ich es nicht richtig aussprechen kann. Dafür Entschuldigung. Gut, wie dem auch sei. Es kommt wie gesagt am 25.03., das ist also der Freitag. Ich habe schon einen kleinen Eindruck von dem Album bekommen. Zum einen, weil ich mich natürlich schon im Internet ein bisschen schlau gemacht habe und weil es ein paar DJs gibt, die ich kenne, die bereits eine Single für dieses Album bekommen haben, um es eben auch schon auf Konzerten oder halt besser gesagt in den Discos zu spielen. Es soll angeblich für die DJs noch eine zweite Single rauskommen. Ob ich die, bevor das Album rauskommt, noch höre? Nun, ich bezweifle es. Dazu habe ich nämlich noch dieses Wochenende Zeit und das wird wahrscheinlich nichts werden, da ich keine Kohle habe, wegzugehen. Für euch ist es letztes Wochenende gewesen. Heute ist nämlich Donnerstag. Mein Eindruck, den ich für das Album habe, besser gesagt für das eine Lied, das ich aus dem Album bereits kenne, First Kill, muss ich dazu sagen, es ist mal wieder ein brutales Brett. Es ist mal wieder ein brutales Brett, was einfach mal mit vollem Anlauf einem in die Fresse springt. Für alle Nicht-Mettler, das bedeutet, es ist extrem geil. Ein richtiges Brett, so muss ein richtiges geiles Metal-Album sein. Das muss einfach wirklich einem mit Anlauf in die Fresse springen und da einen riesigen fetten Abdruck hinterlassen. Besser gesagt, man selbst sollte auf dem Brett einen Abdruck hinterlassen, weil es andersrum geht, ist ja schlecht. Das Wenige, was ich davon gesehen habe oder gehört habe, das eine Lied eben, ich habe dazu schon gebangt, zweimal. Ja, es ist stilistisch ein klein wenig anders als seine Vorgänger. Ob das ganze Album stilistisch in die Richtung geht oder nicht, weiß ich nicht, da ich das Album, wie gesagt, noch nicht habe. Es ist ja noch nicht draußen und es soll ja auch kein Review hier sein. Aber ich würde ein Review darüber machen, dazu aber am Ende vom Video gleich noch ein bisschen was oder am Ende von diesem Abschnitt hier. Ich selbst habe etwa 5 oder 6 Alben im Regal stehen. Die letzten 2 Alben habe ich nicht im Regal stehen. Aber wer meine Videos, besser gesagt meine Livestreams verfolgt, weiß ja, dass es bei mir im Arbeitszimmer ein Poster gibt vom letzten Album von The Savers of the Guard. Nun, wie gesagt, das Ganze ist jetzt hier zu Ende. Das soll nur ein kleiner Eindruck von mir sein, was ich bereits von dem Ganzen kenne. Es ist, wie gesagt, wieder mal ein brutal geiles Brett, was einem wirklich voll mit Anlauf und Karacho in die Fresse springt und man wirklich einen dicken Abdruck auf dem Holzbrett hinterlässt. Oder Stahlbrett in dem Fall. Und das würde auch kein Stahlbrett, sondern eine Stahlplatte sein. Ist egal, es ist auf jeden Fall eine riesige Wand, gegen die man läuft. Und es ist saugeil. Und wer jetzt von euch Interesse hat, dass ich mir dieses Album holen soll im April, das würde euch natürlich nichts bringen, aber wenn ich es mir hole, werde ich auch ein Video dazu machen. Und es wird kein Review-Video sein, sondern einfach ein ganz normaler Time of Metal, aber mit einem Zusatz eben zu diesem Album. Also wird es schon eine Art Review sein eigentlich, weil es ja ein komplett neues Album ist. Das Ganze würde wieder so ablaufen wie der letzte Time of Metal, da das, glaube ich, ganz gut ankam. Gut, dann würde ich jetzt sagen, ich bedanke mich, übergib an mein Gegenwarts-Ich, denn ich grüße euch aus der Vergangenheit. Wir haben ja den Donnerstag im Moment für mich und ihr habt bereits Montag. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und noch viel Spaß mit meinem Gegenwarts-Ich. Hoffentlich bringt ihr euch noch ein paar gute Infos, der Typ hat es nämlich meistens nicht drauf. Alles klar, haut rein und noch viel Spaß. Ciao. Metal Leute, Servus und herzlich willkommen beim Drachen. Heute haben wir mal ein neues Thema, mehrere Themen. Am Anfang vom Video hatten wir jetzt schon was, dann hatten wir das Intro und jetzt kommt es hier weiter. Wir haben heute folgende Themen. Wir haben ein neues Format, wir haben Vlogs, wir haben LPs und es kommt ein neues Album von Amon. Letzteres haben wir am Anfang vom Video schon gehabt und ich werde im ersten Punkt noch was dazu sagen, also im neuen Format. Dann würde ich sagen, jetzt fangen wir direkt an. Der erste Punkt mit dem neuen Format.
Dieses Format soll ein- bis dreimal im Monat kommen. Das liegt daran, dass es im Sommer auch um die Festivals geht, jetzt im ersten Punkt. Ich bin noch dabei, momentan das neue Format ein bisschen zu formen, ein bisschen zu schleifen. Also wundert euch nicht, wenn es noch ein paar Kinderkrankheiten hat. Der zweite Punkt in dem Thema sind die Alben und die Konzerte bzw. die Events. Im Normalfall mache ich das so, dass ich mich in erster Linie um die Alben kümmere. Das bedeutet, ihr bekommt ein- bis zweimal im Monat von mir die Info. Manchmal kann es sein, dass am Monat gar nichts kommt, weil keine Alben rauskamen, aber im Normalfall kommen jeden Monat einmal bis zweimal Alben. Davon sind es meistens 5 bis 10 Alben. Das ist natürlich immer so eine Sache, weil es ja weltweit ist. So, jetzt zum Thema Amon noch einmal. Diesen Monat, also im März, kamen am 18. und am 25. Alben. Die erste Folge von Metal Leute, also dem Format, ist jetzt leider noch nicht so geplant gewesen. Deswegen ist es noch ein bisschen extrem schlecht, fand ich zumindest. Mir persönlich hat es jetzt nicht so gefallen, ich möchte es in Zukunft besser machen. Wir sind jetzt im Großen und Ganzen durch. Wie gesagt, die Woche sollte auch nochmal eine Folge kommen, am besten vor dem 25. Das ist, falls ihr es nicht wisst, der Freitag. Der letzte Punkt zu dem Thema ist, dass ich in Zukunft hergehen möchte und zweimal im Monat einen Livestream zu dieser Folge machen will. Ich werde quasi die Folge online drehen, beziehungsweise nicht drehen, sondern online nochmal zeigen. Ich werde die quasi nochmal online machen und euch sagen, was ich von der Band halte, was ich von dem Album halte. Aber im Gegensatz zu YouTube, wo die GEMA mir die Videos sperrt, kann ich auf YouNow das Ganze so umgehen, denn die Leute von YouNow geben Abgaben an die GEMA, was bedeutet, ich kann ohne Probleme auf YouNow auch die Musik spielen. Sollte es also von einer Band bereits eine Hörprobe geben, kann ich sie euch auf YouNow zeigen. Kurzum, am Donnerstag und wahrscheinlich am Samstag werde ich diese Woche machen. Wenn ihr also meine Livestreams verfolgt, Link müsste in der Videobeschreibung sein, ansonsten müsst ihr auf jedem Kanal verlinkt sein. Und wenn ihr es immer noch nicht wisst, wann und wo, schaut auf meinem Twitter-Account vorbei, denn jedes Mal, wenn ich online gehe auf YouNow, findet ihr es auf meinem Online-Kanal auf Twitter. Der zweite Punkt, und ich muss zum Ende kommen, denn ich bin extrem müde und habe nicht mehr so viel Zeit, bevor ich ins Bett will und ich muss dieses Video noch schneiden, rennen und hochladen, ist der Vlog-Kanal, beziehungsweise die Vlogs. Es kamen jetzt 2 Vlogs zum Thema, wo ich außen unterwegs bin. Einmal, wo ich weggelaufen bin und einmal, wo ich wieder hergelaufen bin. Also im Prinzip, wo ich wohin gelaufen bin und dann wieder zurückgelaufen bin. Gut, jetzt aber zu diesem Thema möchte ich Folgendes sagen. Ich persönlich finde solche Videos super. Mir machen solche Videos Spaß, vor allem wenn es so ein schönes Wetter ist wie da die letzten Tage. Leider mache ich sowas ungern, wenn ein schlechtes Wetter ist, weil erstens mal sieht es für mich scheiße aus, es sieht für euch scheiße aus und es gefällt mir einfach nicht. Ich persönlich mache sehr gerne Bilder und mache sehr gerne Videos. Ja, das ist mittlerweile ein Teil von mir, das ist mittlerweile etwas, was mir sehr wichtig ist, weil ich einfach Spaß daran habe, erstens zu sehen, wie ihr darauf reagiert und zweitens einfach, weil es mir sehr gut gefällt und sehr viel Spaß macht. Solche Videos werde ich schon öfter machen, weil es immer wieder als Frage im Raum steht. Darauf will ich hinaus nämlich. Ja, ich werde solche Videos immer machen, wenn ich kann. Auch Videos, wo ich rumlaufe. Die heißen allerdings nicht mehr Laufvlogs und hört bitte auf, mich mit dem Scheiß zu langweilen. Das heißt einfach nur noch Vlog. Es gibt keinen Vlog, es gibt keinen Laufvlog mehr, es gibt keinen Laufvlog mehr, es gibt keinen Hater-Vlog mehr, es gibt keinen Kindergarten-Vlog mehr, es gibt einfach nur noch Vlogs. Ein Vlog ist ein Vlog. Und ob ich dabei laufe, ob ich dabei scheiße oder ob ich dabei von mir aus auch auf dem Pipi-Klo hocke oder mir gerade einen Blowjob verschaffen lasse, das ist völlig irrelevant. Natürlich ist das jetzt weit hergeholt und alles ein kompletter Blödsinn, das wisst ihr auch. Aber ich wollte damit nur mal zeigen, was Sache ist. Kurzum, es gibt einfach nur noch die Vlogs und es gibt keine Vlogs. Basta. Keine Lauf-Vlogs, keinen anderen Scheiß. Hört auf, mich damit zu langweilen. Dankeschön. Und ich weiß genau, was jetzt passiert. Und wenn ihr das macht, dann beweist ihr wieder mal nur, dass ihr kleine Kindergartenkinder seid. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt hergehen und mich mit dem Scheiß zuspammen. Dankeschön. Ich bedanke mich bei allen Kleinkindern, die im Kindergarten noch nicht mal Manieren beigebracht bekommen haben und deren Eltern Erziehungsmaßnahmen versagt haben. Tut mir leid, liebe Eltern, aber es ist leider so. Letzter Punkt auf der Tagesordnung sind die Let's Plays. Let's Plays habe ich eine Liste gepostet, was ich wann hochlade. Ich habe die Zeiten festgelegt und ich habe festgelegt, was kommen wird. Natürlich halte ich mich schon wieder nicht dran und jetzt zeige ich euch nur genau, warum. Es liegt in erster Linie und ausnahmslos wirklich an einer Sache, und zwar an der verdammten Technik. Ich habe nämlich leider nicht genug Ressourcen, um die Parts, die ich für jeden Tag brauche, zu rendern, zu schneiden und hochzuladen. Deswegen eigentlich habe ich das Ganze aufgeteilt. Jetzt ist natürlich wieder der Punkt, dass es wieder nicht hinhaut, weil ich einfach die Technik nicht dazu habe, so viele Parts aufzunehmen, wie ich wirklich bräuchte. Ja? Ich könnte natürlich hergehen und jeden Part einzeln aufnehmen, aber bis ich das schneide, rendere und hochlade, ist meistens der Tag schon vorbei. Das heißt, ich müsste wirklich mal ein paar Tage vorarbeiten und hier kommt der Knackpunkt.
Wenn ich mal ein paar Parts von einer Folge aufgenommen habe, ist meine Festplatte so gerammelt voll, dass ich von den anderen Parts oder von den anderen Folgen oder von den anderen Videos nichts aufnehmen kann. Also von den anderen Projekten. Und damit habe ich dann wieder das Problem, dass ich erst was hochladen muss, schneiden muss, rendern muss und dann wieder erst neu hochladen muss, bevor es weitergeht. Eine Sache, die mich tierisch abfuckt. Ich brauche dringend einen neuen Rechner. Ich werde mich diesen Monat auch darum kümmern. Also im April habe ich mir alles schon vorgemerkt. Ich habe schon mir definitiv ein paar Punkte gemacht auf meiner Liste, die ich machen muss. Weil ich brauche unbedingt einen Rechner. Da führt kein Weg dran vorbei. Was die Sache mit meinem Internet angeht, vermutlich werden wir hier, solange ich hier noch lebe wohlgemerkt, diese Sache nie erleben, dass hier ein besseres Internet ist. Deswegen entschuldige ich mich im Vorfeld, aber leider wird es nie dazu kommen, dass ich richtige Streams machen kann, solange ich hier lebe. Das wird allerdings nicht mehr lange der Fall sein. Ich vermute mal so spätestens Mitte des Jahres werde ich eh woanders wohnen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es zumindest spätestens bis dahin der Fall ist. Oder ich muss schauen, dass es bis dahin der Fall ist. Wie gesagt, zum Thema Amon Amarth bekommt ihr nächste Woche noch eine Folge. Beziehungsweise jetzt in dieser Woche. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Ciao.